Hi, John. Hi, Joe. Sag mal, John, was hältst du eigentlich davon, den Paragraphen 1314z abzuschaffen? Neues aus der Molekularküche, der Schwarze Ritter? Oder die Ankunft, Some Cinema? Treffpunkt der gebrochenen Herzen, Filmstube Köln. Passwort Filmrausch. Throwback Tuesday. F. Kubik. Film Fat Factory. Das Sofakissen. Peter Seinpolis Pictures. Das Durststreckendilemma. Rhein-Ruhr-Konsolidation. Ach so, weiß nicht. Teste gerade eine neue App. Ah, okay. Langweilig. Obwohl, was denn? Hast du Lust auf Cola? Nee, sowas trinke ich nicht. Musste auch nicht. Ist ja nur Dreck. Sieh hier, die Cola-App. Ich trinke lieber Bier. John, hast du denn eine App? Klar. Moment. Hier, die Kompass-App. Zeig mir genau an, wo Norden ist. Jo, John. Habe ich auch. Hier. Kompost-App. Zeigt mir genau an, wo der nächste, in welche Richtung der nächste Kompost liegt. Hier, die App für die Entpickelung. Rasiermodus, Aufpreis gegen PayPal-Zahlung. Also, zurück zur Abschaffung des Paragraphen 1314z. Na gut, wenn's dann sein muss. Ich such die App. Hier, gefunden. Abschaffung des Paragraphen 1314z. Durchführung, ja, nein. Achtung, Sie verändern dadurch Ihre Realitätswahrnehmung. Pfff, wer braucht heutzutage noch Realität bei der Auswahl an Apps? Hahaha, ja! Oh, Alter, die späte Rache eines Superstars, Pippi Freckels. Puh, das gelbe Inferno, Senf. Trägt 17, der Tag, an dem ich in die Sonne blickte. Ja, okay, es fällt es mir wieder ein, warum wir den Paragraphen 1314z damals eingeführt hatten. Es war wegen der Ordnung in der Matrix. Naja, egal. Wir haben ja immer noch die Apps. Die stehen nämlich im Paragraphen 1315a. Ja, genau. Und die Brillen helfen auch gegen die Anti-Ordnung.